Jemand hat Blumen hier im Studio. Es ist Manu-chan und es liegt nicht daran, weil der Markt so toll performt hat. Nein, das war es tatsächlich nicht, sondern es liegt daran, dass sie Geburtstag hatte am Wochenende und dementsprechend von uns hier noch ein bisschen gefeiert wurde. Der Markt leider nicht so zum Feiern, aber Manu-chan ist glücklich. Hoffe ich zumindest mal mit dem Blumen. Richtig ist gar? I'm very happy. Oh, you got that. Also, jetzt gucken wir mal, bevor ich Sie gleich nochmal frage, was los ist, gucke ich mal kurz auf den Chart. Was wir da sehen, denn tatsächlich das, was hier der S&P in diesem Fall hier zeigt, das ist jetzt hier der Future auf 4-Stunden-Basis hier, das ist Anfang Oktober, fangen wir mal so an, deutlicher Anstieg und dann hier hinten dieser Rutsch darunter, sehr, sehr auffällig und das macht nicht wirklich viel Spaß aus bullischer Sicht. Ist das wirklich so dramatisch? Naja, wenn wir ehrlich sind, wir hatten doch schon im Großen schon mal so eine Situation, toller Anstieg und dann ging es natürlich erstmal runter, aber anschließend ging es nochmal weiter nach oben, denn tatsächlich verändert hat sich ja gar nicht so viel, zumindest mal im Blick auf die Notenbanken, da wird immer noch Geld reingepumpt. Was hat sich denn wirklich verändert? Da darf, kann, muss auch mal so ein Rutsch drin sein, wenn auch gerne nicht ganz so schnell. Auf der anderen Seite denke ich mal, wir haben sogar noch Chancen, dass es noch weiter nach unten geht. Wir sehen hier diese Abwärtsbewegung nochmal im Stundenchart. Jetzt jüngst erholt sich der Kurs ein bisschen, so ein bisschen ABC-mäßig. Das wäre hier ein möglicher Trigger, um nochmal auf die Short-Seite zu gehen. Kein Grund, jetzt schon im vorauseilenden Gehorsam das zu tun. Es wäre aber denkbar, dass wir sowas hier nochmal bekommen. Üben Sie das selber, Zeigefinger-Daumen-Methode, super professionell, klappt auf jedem Chart. Da haben Sie ungefähr eine Aussage, wie tief das Ganze noch fallen kann. Probieren Sie das dann auf Ihrer Zeitebene, auf der Sie unterwegs sein sollen. Also insofern, wir haben hier noch eine Menge Platz nach unten, aber insgesamt bin ich noch gar nicht so bärisch, denn die Voraussetzungen eigentlich für die Aufwärtsseite, die sind noch gut genug, als dass das da noch ein bisschen weitergeht. Deshalb die obligatorische Frage an Manu-chan. Ja? Are you positive or negative for the markets? Up or down? Down. Down. Okay, also sie ist auch offensichtlich noch ein bisschen auf der Abwärtsseite unterwegs. Aber fragen wir Shimizu-san, der weiß es möglicherweise noch besser und hat ein paar Ideen, was auf den Markt einwirken kann. Deshalb mal die Frage an den Profi Shimizu-san. Let us know, what is most important for you today? It is Wednesday and the Christmas is coming, knocking on your door. And we have Mr. Trump in London. Talking a little bit about the U.S.-China relationship. The headlines are not really good. He has everybody in the world against him, Asia and Europe, and also a long-term enemy. But his friend, Boris Johnson. Well, that is a good point. I mean, it's a lonely boy. I think Mr. Johnson may have idolized the Mr. Trump, but here's the truth. When you idolize some people, if you have to choose your heroes, you have to choose your heroes very, very cautiously, because it may affect your psyche, and also people may judge you on your hero images. So you have to be very careful with that. But anyway, we have a relatively good start in the U.S. market. It seems like we have U.S. starting about in 2 hours. PMI, service PMI, Europe and the Eurozone and the UK coming in a little bit touch higher than the market expected. And this has been the case apart from a manufacturing, I guess. We have the same kind of story out about China yesterday about the service. This might be something we might ride on. I have the US futures touch higher. We have a serious down movement yesterday, but futures are indicating a little bit higher opening for today. We'll see how long it stands. As long as, well, keep a Mr. Trump away from the Twitter, we might have a better chance today. Indeed. Have a good trading. Arigato gozaimasu. Also, ich werde es nochmal kurz zusammenfassen. Er sagte, Trump ist im Moment alleine auf weiter Flur, er ist in London bei seinem Freund Boris Johnson, aber er sagte schon, bei den Freunden sollte man aufpassen, denn das kann ganz schnell auf einen selber abfärben, wenn man die falschen Freunde hat. Tatsächlich steht der Trump relativ weit entfernt von dem Rest der Welt, alleine der China-Konflikt sowieso, aber auch mit der EU ist er ja nicht wirklich bester Freund aktuell. Ansonsten kann man noch sagen, im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus, die Märkte kommen nach oben, ich habe es eben gezeigt, im Stundenchart beispielsweise, da sieht man eine gewisse Erholung. Er sagte noch, ja, halte den Trump von Twitter fern, dann könnte es ein ganz ordentlicher Tag werden, mindestens ja mal eine Gegenreaktion im Markt ist denkbar und hat sich ja im Moment schon so ein bisschen abgezeichnet.
Aber ich sag mal, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Bitte nicht vorzeitig jetzt sagen, es muss aber jetzt sofort runtergehen. Es ist nicht gesagt. Wir hatten das mehrmals. Bitte den Chart selber nochmal angucken, dass der Markt stark runtergekommen ist, auch so ein bisschen wackelig angefangen hat, aber nie getriggert, sondern nach oben weggelaufen. Ich weiß, ich wiederhole mich da, das sind immer die gleichen Vokabeln. Mensch, Born, fällt dir nichts Besseres ein. Aber es ist, wie es ist. Das ist ja immer das gleiche Spiel an der Börse. Werden wir getriggert, sind die Chancen für eine weitere Abwärtsbewegung ähnlich groß wie das, was wir zuvor hatten. Sehr, sehr groß, wenn wir nicht getriggert werden. Sieht es gar nicht so schlecht vorläufig aus, denn an der allgemeinen Situation auch fundamental hat sich ja nicht wirklich was verändert. Ich muss mich mal schnell dazwischen mogeln. Wir machen unseren Three-Shot ganz am Ende. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Toll, toll, toll.